Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chillan, schön wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Drachenrennen. Und diesmal wollen wir hier einmal ein Achievement unter Erweiterungsfeatures unter ein Drachenrennen machen. Und zwar Herausforderungsmodus Maragüner Traum. Und dafür müssen wir alle 6 Rennen einmal im Herausforderungsmodus spielen. Und beim ersten bin ich hier gerade schon auf den Koordinaten 59, 28. Und dort machen wir jetzt Herausforderungsmodus. Und das ist hier der 5. in der Liste. Die anderen, habt ihr vielleicht schon gesehen, habe ich abgeschlossen. Da habe ich auch schon Videos zu gemacht. Könnt ihr euch gerne anschauen. So, Try Nummer 1. Flattern wir hier gleich mal runter. Hier im Herausforderungsmodus haben wir jetzt keine Orbs mehr. Also da müssen wir jetzt selber gucken, dass wir unseren Speed quasi aufbauen. Muss jetzt mal gucken, wie ich es hier am besten fliege. Am besten natürlich immer ein bisschen den Delfinflug benutzen. Ja, haben wir jetzt wahrscheinlich schon zu viel rausgehauen, oder? Jetzt müssen wir mal schauen. Gut, 3 Orbs habe ich jetzt wieder. Hier können wir nochmal einmal rein delfinen. Und hier denke ich mal auch. Zu viel Speed dürfen wir natürlich auch nicht verlieren. Der Extra-Button geht übrigens nicht, ne? Falls ihr euch das gefragt habt. Auch in den anderen Modis anscheinend nicht. Finde ich zwar echt ein bisschen schwach von Blizzard, dass man sich den hier extra freispielt und dann nicht benutzen kann, aber gut, was willst du machen, ne? Ah, ich bin, glaube ich, ein bisschen zu defensiv mit meinem Elan. Aber du kriegst halt leider nicht sonderlich viel, ne? Muss man mal ein bisschen gucken. Kann ich jetzt schlecht einschätzen, ob das gelangt hat. Ich habe jetzt eigentlich hauptsächlich gedelfined. Elan ist am Ende alle. Bronze und Silber hat es gereicht. Und tatsächlich auch für Gold. Also ging jetzt eigentlich von der Schwierigkeit. Ich glaube, in den leichteren Schwierigkeitsgraden habe ich mal 2 Tries gebraucht und hier jetzt nur einen. Ja gut, okay. Dann können wir weiterschauen. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar hier auf den Koordinaten 37, 44. Und jetzt fliegen wir die Herausforderungsvariante. Die Inseln sind... Gut, schauen wir mal. Erster Try. Also machen wir gleich mal einen Vorwärtsspeed an. Mal ein bisschen Elan. Und dann machen wir jetzt hier einen Delfinflug an. Und nochmal. Und nochmal. Dann hier auch nochmal. Hier nochmal. Ein bisschen Bodenkratzer kann ich immer mitnehmen tatsächlich. Um ein bisschen extra Elan mitzunehmen, wisst ihr? Ich versuche jetzt mal hauptsächlich die ganze Delfin zu fliegen. Das müsste am effizientesten sein. Ja, da können wir es, denke ich, mal nochmal machen. Und hier auch. Na gut, jetzt habe ich keinen Elan mehr. Vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee. Komm. Wir müssen es ausreizen, es hilft ja nichts. Wenn wir dann nachher irgendwann in der Luft quasi nichts mehr haben und hängen bleiben, dann muss ich vielleicht meine Taktik ändern, aber bis jetzt scheint es zu gehen. Jetzt sind wir hier noch einmal rum. Nur noch ein bisschen Elan aufladen, dann nach oben. Ah, weiß ich nicht, bin zwischendrin zu langsam geworden. Jetzt haben wir noch 2 Elan am Ende. Hat das gereicht? Ja, hat gereicht. Die Zeiten sind echt großzügig, muss man sagen. Gut, dann weiter. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar auf den Koordinaten 31, 48. Und hier fliegen wir jetzt die Herausforderungsstrecke. Und es geht gleich einmal nach unten. So, Try Nummer 4. Vielleicht schaffen wir es jetzt mal bis zum Ende. Jedes Mal bleibe ich wohl hängen, weil ich zu viel will und zu wenig kann. Können wir hier ein bisschen Bodenkratzer mitnehmen und zwischendurch immer einen kleinen Speed reinhauen. Und nochmal. So, hier habe ich jetzt zweimal versucht, schon einen Delfinflug zu machen. Jetzt warten wir kurz ab und machen es hier erst, weil sonst bleibe ich in der Orb hängen oder ich bleibe an der Wand hängen, ne? Und das ist beides nix. So, zweimal nach oben für ein bisschen extra Speed. Dann können wir es hier, denke ich mal, auch noch machen.
hinten, da machen wir jetzt einen Vorwärtsspeed. Da bin ich vorhin hängen geblieben. Hier können wir jetzt nochmal Delfinen. Da auch. Auch nochmal. Komm, einmal machen wir es noch. Weiß ich nicht. Bin jetzt zwischendurch aber echt langsam geworden. Mal gucken, wie eng der Timer ist. Silber ist drin. Ah, Gold ist auch drin. Okay, wunderbar. Also gut war das jetzt nett, aber man muss anscheinend auch nicht krass fliegen, um den Gold-Timer hier zu schlagen. Wunderbar, dann weiter. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier auf den Koordinaten 35, 55 und wir wollen jetzt den Herausforderungsmodus fliegen. Wir dienen wieder. Gut, erster Versuch. Ich muss mich ein bisschen rantasten. Wir machen jetzt erstmal den Vorwärtsschub. Und dann versuchen wir hier zu Delfin. Also ich bin jetzt eben in den niedrigeren Schwierigkeitsstufen, habe ich die ganze Zeit den Vorwärtsschub gemacht. Das werden wir aber hier im Herausforderungsmodus nicht machen können. Deswegen fliege ich jetzt im Herausforderungsmodus den Delfinflug, weil der ist elaneffizienter, sagen wir es mal so, als der Schub. Und eventuell klappt das dann so. Wenn das nicht funktioniert, ja, dann müssen wir mal gucken. Dann werden wir vielleicht mal die ganze Zeit Vorwärtsschub durchbredeln. Muss ich mal gucken. Leiten wir hier mal ein bisschen. Hier wieder. Oh, hat das... Okay. Ich dachte mir, ich habe ihn nicht gekriegt. Vielleicht habe ich jetzt auch schon ein bisschen zu viel geglitten. Komm, jetzt machen wir hier trotzdem ein bisschen den Schub rein. Müsste ich ja eigentlich genug Elan haben, um erstmal noch ein bisschen quasi den Schub durchzuballern. Schauen wir mal. Also am Anfang ein bisschen gespart und jetzt gegen Ende nochmal rausgehauen. Aus der Silberhammer. Und Gold müsste das auch sein, oder? 71. Gold. Ja, prockt auch. Wunderbar. Okay, hat geklappt. Mit bisschen Sparen zwischendurch. Dann können wir weiter. Dann sind wir beim nächsten Meister. Und zwar hier einmal auf den Koordinaten 62, 88. Und dort wollen wir jetzt das Herausforderungsrennen fliegen. Und ich sagen, starten wir gleich mal durch. Gut, Try Number One. Einmal nach vorne. Ein bisschen elaneffizient natürlich spielen. Gleiten schon mal nach unten. Dann mal nach oben. Und mal nochmal nach oben. Bisschen rein, Delfinen. Unten. Und wieder Delfinflug aktivieren. Ebenso. Delfinflug. Nach oben. Und nochmal nach oben. Nochmal nach oben. Und nochmal. Und nochmal nach oben. Oh, ich hoffe, das reicht mit Milan. Und nochmal. Okay, jetzt sparen wir ein bisschen Elan, jetzt geht's ein bisschen nach unten. Hier mache ich nochmal Delfinflug rein. Drei Elankugeln habe ich schon, vier. Dann machen wir jetzt mal einen Vorwärtsspeed. Mal nochmal einen Delfinflug. Eingedelfint. Vorwärtsspeed. Dann geht's nach unten. Nochmal den Vorwärtsspeed. Hier können wir einen Delfinflug wagen. Und nochmal. Und dann den Vorwärtsspeed. Hatten sogar noch einen Elan über. Das hat ja locker gereicht. Das war ja ganz, ganz easy. Ganz, ganz easy. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar auf den Koordinaten 69, 53. Und hier fliegen wir jetzt das Herausforderungsrennen noch. So, Try Nummer 2. Eben bin ich übers Ziel hinausgeschossen. Dann einmal Vorwärtsspeed. Nochmal. Und nochmal ein drittes Mal. Nochmal. Ich bleibe jetzt hier relativ nah am Boden, um den Bodenkratzer da noch mitzunehmen, ne? Hier mal noch Delfinen.
auch. Und jetzt müssten wir eigentlich nach oben. Das war schon mal, also das war nicht gut. Ich hatte da ab zu viele Elan am Anfang rausgehauen. Weiß ich nicht, ob das nur was wird. Aber jetzt fliegen wir es mal zu Ende. So, hier bin ich vorhin zu hoch gekommen. So, machen wir nochmal Delfinflug. Tun wir ein bisschen Elan noch aufladen. Machen wir nochmal Delfinflug. Biegen wir jetzt mal nach vorne. Nochmal. Nochmal und nach oben. Hat das gereicht? Ja, das hat sogar gereicht, obwohl ich es ein bisschen verkackt habe tatsächlich am Anfang. Gut, da haben wir das Gold-Achievement und damit sind wir auch mit dem Herausforderungsmodus im Gold fertig. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.